Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Diabotical-Video vom Kanal. Und ja, das heutige Video wird etwas anders sein als wahrscheinlich alle anderen Diabotical-Videos auf meinem Channel, zumindest als alle anderen, die ich bis jetzt so hochgeladen habe. Denn das heutige Video, ja, das wird sich eher an Einsteiger, an Neueinsteiger, an Anfänger, sage ich mal, richten. Das wird so eine Art Beginner-Guide, Newbie-Guide, wie auch immer, werden. Das ist so ein Tutorial-mäßiges Video, was ich jetzt heute hier aufnehmen will und aufnehmen werde. Denn ich dachte mir, ja, das Spiel ist jetzt brandneu draußen im Epic Games Store und wird teilweise, glaube ich, auch auf der Frontpage da relativ prägnant beworben, sage ich mal, als neues Free-to-Play-Spiel. Und ich denke mal, da wird sich der ein oder andere Nicht-Arena-Shooter-Spieler halt auch zu diesem Spiel verirren, sage ich mal. Und einige Leute werden sich wahrscheinlich überhaupt nicht damit auskennen und werden komplett keine Ahnung haben, wie das hier funktioniert, etc. pp. Und werden wahrscheinlich ganz gut auf die Fresse kriegen, sagen wir das mal so. Denn das ist so eine Sache bei Arena-Shootern. Kleine Unterschiede im Skill sorgen da ganz gerne mal dafür, dass man da ganz mies kassiert, sagen wir es mal so. Und ich dachte mir, ja, wieso nicht, machst du mal so ein kleines Tutorial-mäßiges Neueinsteiger-Video hier. Das wird vielleicht dem einen oder anderen aushelfen, denn das ist ziemlich wichtig. Es gibt einige Sachen, die in diesem Spiel halt einfach, die sind nicht allzu intuitiv, sagen wir es mal so. Die werden vom Spiel aus auch noch nicht allzu gut erklärt. Es gibt zwar hier schon so ein, unter Practice hier gibt es ein Tutorial hier, aber das ist so einige Sachen wie zum Beispiel Circle Jumping und Strafe Jumping und diverse wichtige Dinge werden einfach noch nicht so dermaßen gut rübergebracht im Tutorial. Deswegen denke ich mal, ist es vielleicht ganz smart von mir, da mal ein Tutorial hochzuladen und rauszubringen. Vor allem, weil es im deutschen Bereich, glaube ich, sowas noch nicht gibt. Es gibt schon ein paar Tutorials im englischen Bereich, die auch ganz gut sind dazu, aber ich dachte mir, ich lade meins auf Deutsch hoch. Und ja, da meine Diabotical-Videos auch aktuell ganz gut Aufrufe kriegen, lasse ich an der Stelle auch direkt nochmal kurz einen Hinweis da. Sollte euch dieses Video gefallen, lasst mir lieben gerne natürlich einen Daumen hoch da und auch ein Abo und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Lieben gerne auch Feedback in den Kommentaren. Aber viel mehr möchte ich dazu ist auch gerade gar nicht sagen. Aber ja, wie bereits gesagt, lasst mir lieben gerne ein Abo da oder ein Like oder auch einen Kommentar. Fände ich ganz gut. Aber ja, let's jump right in, I guess. Ja, bevor wir jetzt mit dem Tutorial selber beginnen, möchte ich erstmal auf Folgendes hinweisen. Es gibt im Spiel selber, hier habe ich ja gerade schon gezeigt, es gibt dieses Practice-Menü. Die Practice-Range ist sehr, sehr gut, die werde ich gleich auch nutzen, um einige Sachen zu demonstrieren. Und der Aim-Trainer hier ist uns auch extrem gut, vor allem für Shaft-Slash-Lightning-Gun-LG-Training finde ich das hier, finde ich tatsächlich ganz gut. Ich muss dazu anmerken, ich selber bin schrecklich mit der LG, deswegen ich kann da zum Thema LG nicht allzu viele Tipps geben, das ist wahrscheinlich meine schwächste Waffe in Sachen Arena-Shooter, aber gerade hier dieses Rail-Training, hier Flick-Shots für Point-and-Click-Rifle. Point-and-Click-Rifle ist übrigens Rail, das ist die Sniper, du spielst. Einige Leute werden das als Railgun bezeichnen, weil es in Quake, und ich halt auch, weil es in Quake halt die Railgun ist. In diesem Spiel heißt es Pinzer oder Point-and-Click-Rifle. Aber ja, das ist quasi das Scharfschützengewehr, das ist die Sniper, du spielst. Aber das ist auch sehr, sehr gut. Damit kann man sehr, sehr gut seinen Rail-Aim trainieren, finde ich persönlich. Und dieses Menü hier ist auch euer bester Freund am Anfang. Da könnt ihr alles nachlesen, die Stats von jeder Waffe, wie ihr hier seht. Das ist das Learn-Menü hier oben. Das Lernen heißt, glaube ich, auf Deutsch. Hier steht alles Wichtige dabei. Das hier ist sehr, sehr wichtig. Hier steht die Response-Zeit von allen Pickups. Das hier ist die Mega-Health. Das ist die Red Armor oder die Heavy Armor. Ich werde es wahrscheinlich als Heavy Armor bezeichnen. Also solltet ihr mich über die Heavy reden hören, dann meine ich die Red Armor hier. Und das hier ist die Mega-Health. Das sind die beiden wichtigsten Pickups im Spiel, aber auch die anderen Rüstungen sind wichtig. Hier stehen aber vor allem die Response-Zeiten, die sind sehr wichtig. Hier stehen auch die Response-Zeiten zu allen anderen Major-Pickups, wie zum Beispiel dem Diabotical-Pickup, das ist quasi Quad-Damage. Wenn ich über die Quad-Damage oder über die Quad rede, dann meine ich dieses Pickup hier übrigens. Das heißt ja einfach Diabotical und nicht Quad. In Quake heißt es halt Quad-Damage. Zu allen Spielmodi stehen hier auch Stats. Das ist jetzt ein sehr, sehr nützliches Menü, also das wollte ich erstmal am Anfang anmerken. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das ist sehr, sehr praktisch, da kann man einiges von lernen, noch bevor man das Spiel überhaupt gestartet hat, mehr oder weniger. Aber ja, fangen wir an mit dem eigentlichen Guide selber. Ich werde wahrscheinlich jetzt in die Practice Range reinladen und dann hören wir uns gleich wieder. So, und da sind wir jetzt auch schon auf der Practice Range und als allererstes gebe ich euch erstmal einen ganz anderen praktischen Tipp, der mir gerade noch spontan eingefallen ist. Den habe ich auch gar nicht in meinen Notizen stehen. Wenn ihr hier auf Settings geht, könnt ihr unter Controls, solltet ihr, oder wo ist es, ne, Weapons ist es, ne, worunter ist es? Es müsste unter Controls sein. Gameplay, hier ist es. Doch, hier ist es eh. Ja, Controls und dann Gameplay und dann ist hier die Kategorie Weapons. Ihr solltet erstmal alle wichtigen Waffen umbinden, sodass ihr die schnell equippen könnt. Also ich habe zum Beispiel den Rocket Launcher, ich habe eine Razer Black Widow Maus, die hat zusätzliche Tasten an der Maus. Ich habe auf meinen Maustasten, auf meinen zusätzlichen, habe ich gebindet den Rocket Launcher. Auf der vorderen, ja das könnt ihr übrigens ignorieren, Incoming Diabotical, das ist halt, weil gerade irgendein Power-Up hier auf der Map spawnt. Auf der vorderen Maustaste habe ich, also auf der vorderen zusätzlichen Maustaste habe ich meinen Rocket Launcher. Auf der hinteren habe ich meinen Shaft oder halt meinen Lightning Gun, mein LG. Auf E habe ich, ja da muss man hier irgendwie zweimal drücken. Auf E habe ich meinen Railgun, meinen Pinzer, meinen Sniper, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich werde es weiterhin als Rail bezeichnen. Auf R habe ich meine Schrotflinte.
Auf Q habe ich meine Plasma Rifle. Was habe ich noch gebindet? Habe ich noch was umgebindet? Ich glaube, das sind so ziemlich die wichtigsten Waffen. Die habe ich so gebindet. Ich glaube, ansonsten habe ich sogar gar nichts umgebindet. Was noch wichtig ist für den Wipeout, für diesen Wipeout-Modus ist, dass man auf G dieses Heal-Ding hat. Das hier ist ein Heal-Teil, wenn ich das jetzt schmeiße. Das hier ist ein Heal-Feld, wenn ich mich hier reinstelle, seht ihr da unten links, dass meine HP hochgehen. Gut, so, das ist erstmal nur ein zusätzlicher Tipp, den ich geben wollte. Jetzt fangen wir an mit den Tipps, die ich mir auch aufgeschrieben habe, weil sie wichtig sind. Ja, eine Frage, die ich habe mir das Diabolical Subreddit mal angeguckt, eine Frage, die ich da oft gelesen habe, war, die war für mich nicht offensichtlich, weil für mich war es halt komplett offensichtlich und klar, dass es so ist, wie es ist, aber das ist für Leute, die von anderen Shootern kommen, ein bisschen komisch. Ihr seht hier, ich kann jetzt hier, wenn ich hier meine Maustasten zum Beispiel spamme oder R oder was auch immer, ich kann instant switchen zwischen Waffen. Ich kann halt auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel schieße und Rock Launcher und jetzt hier switche, ich kann instant schießen, ja? Also die Weapon Switch Time geht gegen Null in so einem Spiel. Und da war jemand verwirrt, wieso er von der Sniper, vom Scharfschützengewehr, also von der Rail, von dieser Waffe aus, wieso er nicht direkt switchen kann, nachdem er geschossen hat. Also wenn ich jetzt hier schieße, ich spamme sie auf R, aber erst jetzt kann ich switchen zur Schrotflinte. Wieso ist das so? Und das ist halt ein ziemlich typisches Ding in Arena-Shootern. In anderen Spielen hast du meistens so eine Animation, so nach dem Motto so, oh, ich muss erst die Waffe rausholen und kann erst dann zum Beispiel mit der Sniper schießen oder sowas. In Counter-Strike zum Beispiel mit der AWP. Du holst die AWP raus und dann hast du diese Klick-Klick-Animation und dann erst dann kannst du schießen nach der Animation. Das gibt's in Arena-Shootern aber nicht. In einem Arena-Shooter holst du die Waffe raus und kannst instant sofort schießen. Aber, und das ist das große Aber, du kannst die Waffe nicht sofort wegstecken. Also wenn ich jetzt hier geschossen habe, ich kann jetzt hier die anderen Waffen spammen, wie ich will. Erst wenn ich diese Animation, diese Nachladeanimation abgeschlossen habe, kann ich mit der Waffe wieder schießen. So, bei der Lightning Gun zum Beispiel kann ich quasi instant switchen, wie ihr seht. Obwohl ich gerade eben geschossen habe, weil die Lightning Gun hat eine extrem schnelle Feuerrate. Das heißt, damit könnt ihr quasi instant wieder schießen. Beim Rocket Launcher auch. Beim Rocket Launcher, wenn ich hier geschossen habe, kann ich extrem schnell... Da kann ich relativ schnell switchen, zum Beispiel auf die Lightning Gun. Bei der Schrotflinte kann ich auch relativ schnell switchen. Aber bei der Sniper Rifle oder bei der Rail, wie auch immer, da kann man erst nach einer ganzen Weile switchen, weil die Rail halt eine extrem lange Nachladeanimation hat. Und das wiederum führt uns auch direkt schon zum nächsten Punkt, nämlich Engagement Ranges mit den Waffen, also wann benutze ich welche Waffe, wann ist welche Waffe am effektivsten. Und logischerweise, da ich ja, wie ihr seht, es dauert mega lange hier, bis man die Rail wegpacken kann, bis man dann eine andere Waffe equippen kann. Da das so lange dauert, hat die Rail einen sehr spezifischen Zweck und das ist ganz einfach. Die Rail ist für Long Range Engagement, zum Beispiel auf die Range hier, der Gegner ist extrem weit weg. Und jetzt habe ich ihn irgendwie aus dem Map rausgeschossen oder so. Aber ja, für Long Range Engagements ist natürlich Rail gut geeignet. Für Medium Range Engagements eventuell auch noch. Und vor allem hat die Rail einen sehr spezifischen, wichtigen Use Case. Die Rail ist extrem gut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ich gehe jetzt hier um die Ecke und zum Beispiel da steht jetzt der Gegner und ich gehe jetzt hier um die Ecke und ich weiß, der Gegner geht jetzt irgendwie in die Richtung, weil er muss sich da irgendwie ein Medikit holen oder was auch immer. Dann gehe ich hin, wenn ich jetzt hier Line of Sight breake und ich weiß, ich werde den Gegner gleich nicht so schnell nochmal wiedersehen, dann drücke ich ihm schön noch so zum Abschluss eine dicke fette Rail rein, drücke nochmal irgendwie 70 bis 80 Damage oder so rein. Dann sieht mich der Gegner erstmal nicht mehr. Dann kann ich in aller Ruhe die Rail nachladen und dann switchen zum Beispiel zum Rocket Launcher. Ne? Also zum Beispiel, ich schieße hier meine Rail und dann switche ich zum Rocket Launcher und bin für das nächste Engagement wieder ready. Das ist so der Use Case der Rail. Die Rail ist halt Long Range, das ist eine ziemlich Long Range Waffe. Man kann sie aber auch auf Mid Range eventuell noch nutzen. Auf Close Range würde ich da die Schrotflinte eher bevorzugen. Aber die Rail ist eine der wichtigsten Waffen im Spiel. Die andere Waffe, die auch noch wichtig ist, von den drei wichtigsten Waffen im Spiel, das ist dann wiederum hier der Shaft, die Lightning Gun. Die Lightning Gun ist eine Midrange-Waffe. Und ihr seht, die Lightning Gun hat eine Max-Range, also zum Beispiel auf die Range kann ich ihn nicht mehr hitten, aber wenn ich jetzt näher rangehe, dann hitte ich ihn wieder. Wie ihr seht, wenn ihr gutes Aim habt mit der Lightning Gun, die Lightning Gun ist eine trackende Waffe. Das heißt, ihr müsst konstant auf den Gegner draufbleiben, dann könnt ihr extrem viel Damage machen. Habt extrem hohes Damage-Output mit der LG. Und die LG ist halt eine Mid- bis Short-Range-Waffe. Long-Range logischerweise nicht, weil da hittet ihr sonst nicht. Aber ja, wie ihr seht, mein Damage-Output geht hier gerade Richtung unendlich. Gefühlt, aber ihr müsst extrem gutes Aim damit haben. Und was bei der LG wichtig ist, ist halt, dass ihr halt auch... Bei der LG ist halt Dodgen sehr wichtig. Das heißt, ihr müsst hier gut den Gegner juken, ihr müsst gut... Dieses AD-AD-Spam, ne, also links-rechts, ein bisschen hinlaufen, ein bisschen zurücklaufen. Sowas halt, damit der Gegner euch nicht hittet und dann müsst ihr natürlich auch das Aim haben, um das zu backuppen. Beziehungsweise ihr müsst dann halt euer AD-AD-Spam auch ausgleichen können. Logischerweise ist es wichtig bei der LG. Beim Shaft, wie auch immer ihr die Waffe nennen wollt. Wie gesagt, bei der Botica ist die Waffe jetzt halt Shaft. Bei Quake hat man diese Waffe in der Regel immer als Lightning Gun, als LG bezeichnet.
Aber ja, diese Waffe ist wichtig auf Mid- bis Short-Range. Die hat da ihren Use-Case. Und die andere, dritte wichtigste Waffe, und das ist die Waffe, in der ich persönlich auch am stärksten bin, ist der Rocket Launcher. Das ist auch eine Waffe, die hat eher eine Rolle Richtung Close-Range bis Mid-Range. Allerdings kann man auch Long-Range, wenn man das Aim hat, kann man auch Long-Range teilweise sogar mit Air-Rockets hitten. Also die Waffe kann man im Endeffekt in jeder Range nutzen, aber besonders bei Mid- bis Low-Range ist diese Waffe halt... Ist diese Waffe halt am stärksten und am wichtigsten. Wann man welche Waffe nutzt, das ist so eine Sache, also ob ich jetzt LG nutze oder ob ich den Rocket Launcher nutze, das ist sehr situational und das lernt man halt mit der Zeit, in welcher Situation welche Waffe halt eher angebracht ist. Als gute Faustregel kann man aber sagen, wenn ihr über dem Gegner seid, wollt ihr wahrscheinlich eher einen Rocket Launcher nutzen, wenn ihr unter dem Gegner seid, wahrscheinlich eher weniger, weil wenn ich jetzt hier oben stehe, logischerweise, ne, ihr seht's, da kann ich einen besser LG'en als ins Rocket Launcher, weil meine Rockets werden, das ist so eine Sache, ne? Ist, logischerweise mit dem Rocket Launcher wollt ihr eher unten unter den Gegner schießen und unten halt den Gegner Splash damagen. Da wollt ihr in der Regel nicht direkt auf den Gegner zielen, denn wenn ihr misst, macht ihr 0 Damage, aber wenn ihr auf den Boden um den Gegner rumhittet, macht ihr halt immer noch ganz guten Splash Damage. Deswegen mit dem Rocket Launcher eher nach unten zielen. Mit der LG könnt ihr aber auch nach oben zielen, das ist da halt kein Problem mit. Deswegen habt ihr den High Ground, wollt ihr wahrscheinlich eher den Gegner Rocket Launchern. Habt ihr nicht den High Ground, wollt ihr wahrscheinlich eher den Gegner LG'en. Und generell wollt ihr aber wahrscheinlich den Gegner gar nicht fighten, weil generell ist der High Ground relativ favorable, logischerweise. Gut, und in diesem, als letzten Punkt in diesem ersten, ich sag mal, Kapitel, dieses Tutorial-Guide-mäßigen Dings, noch eine Sache zu den Hitboxen, das ist relativ wichtig. Ich muss mal kurz einen Gegner suchen, der hier schön dumm rumsteht und sich nicht bewegt. Der hier ist eigentlich ganz gut, denke ich mal. Ne, da stehe ich doof. Ne, ne, ne. Wir gehen zu dem Gegner darüber. Der steht nämlich die ganze Zeit dumm rum. Die Hände und Arme haben keine Hitboxen. Das ist relativ wichtig. Wie ihr seht, da kann ich reinballern, wie ich will. Da werde ich nicht treffen. Auch auf der Seite ist das so. Das ist ein bisschen so eine Sache. Das sieht so aus, als wäre das hier eine Hitbox. Aber das ist keine Hitbox. Der hit den Gegner nicht. Hier oben hit den Gegner noch. Gerade so. Also dieser gesamte Ball, das ist Part der Hitbox. Und was sehr wichtig ist, das ist sehr deceiving. Das hier ist auch Teil der Hitbox. Ja, also die Beine. Die Hitbox ist so eine Tablette, so ein Tic-Tac, mehr oder weniger. Das hier ist die Hitbox. Das hier ist nicht die Hitbox, aber das ist die Hitbox. Und das hier unten ist halt auch noch die Hitbox. Also obwohl ich hier quasi zwischen den Beinen durchschieße, die Hitbox ist so Tic-Tac-förmig. Das heißt, auch das hier unten ist halt Teil der Hitbox. Das ist so eine relativ wichtige Sache, finde ich. Das ist ein bisschen deceiving. Also wenn ihr auf Center auf Mars aimen wollt, dann aimt ihr nicht hierhin, sondern ihr aimt quasi hierhin. Weil das ist so die Mitte der Hitbox quasi. Also hier, ne? Da unten so. Da unten der Bereich. Quasi, wenn ihr quasi den Gegner perfekt hitten wollt, aimt ihr nicht auf die Arme und auch nicht da rechts oder links vom Gegner, sondern aimt quasi unter die Gürtellinie, sag ich mal. Und dann habt ihr quasi die höchste Chance, den Gegner zu treffen. Ist ein bisschen counterintuitive, aber so ist das halt. Das sieht nämlich, also optisch sieht es jetzt so aus, als wäre Center of Mars hier irgendwo. Das müsst ihr hier hin aimen, um die höchste Chance zu haben, den Gegner zu hitten. Aber in Wirklichkeit müsst ihr ungefähr hier hin aimen. Da habt ihr dann die höchste Chance, den Gegner zu hitten. Ist ein bisschen komisch, aber ist so. Und ja, das wäre so der erste Part dieses Tutorial-mäßigen Videos. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Part. So, und der zweite Part fängt mit folgendem an, nämlich der Importance of Map Layouts, beziehungsweise mit der Tatsache, dass Map Layouts in diesem Spiel sehr, sehr essentiell und wichtig sind. Was das bedeutet, ist ganz einfach. Ja, in anderen Spielen ist das so eine Sache, so zum Beispiel in Counter-Strike, du kommst zum Beispiel von, was weiß ich, du spawnst immer immer am selben Spawnpunkt, zum Beispiel beim Terrorist-Spawn oder beim Counter-Terrorist-Spawn, und dann hast du immer wieder dieselben Stellen, wo es halt zu Fights kommt, zum Beispiel, keine Ahnung, du kommst dann, was weiß ich, du kommst bei Long raus und kommst dann auf die Map, und dann gibt es da immer so einen Engagement-Punkt, etc. pp. Da gibt es dann diese Choke-Points, sag ich mal, und die lernt man auch irgendwann relativ schnell auswendig, etc. pp. Das ist aber in Arena-Shootern nicht ganz, also es ist auch wichtig, aber in Arena-Shootern gibt es noch eine ganz andere wichtige Sache, die man lernen muss, und das sind zum Beispiel diese Punkte hier. Das hier ist ein Waffenspawnpunkt. Hier wird immer die Lightning Gun spawnen und die wird immer hier spawnen. Also das ist hier der Lightning Gun Spawnpunkt auf dieser Map. Die Lightning Gun spawnt immer genau hier an dieser Stelle. Die Armor hier, diese blaue Armor hier, die wird immer an dieser Stelle spawnen. Jedes Mal respawnt die hier an genau dieser Stelle. Und es ist einfach erstmal essentiell und sehr wichtig, auswendig zu lernen, wo es was gibt. Zum Beispiel hier ist auf der Trainingsmap. Wie gesagt, diese Map ist nicht wichtig. Das ist halt nur diese Trainings-Warm-Up-Whatever-Map. Wie heißt die Map? Die Map heißt, das ist die Practice Range, ja. Also auf der Practice Range spawnt immer hier die Heavy Armor, die Red Armor, wie auch immer. Und auf der Practice Range spawnt immer, ich glaube, da oben ist es irgendwo. Das spawnt, glaube ich, immer hier ganz oben. Ja. Das spawnt immer hier, die Mega Health, die spawnt immer hier. Ja? Dieser Container, das ist die Mega Health, die spawnt immer hier. So, und das ist erstmal wichtig, das auswendig zu lernen auf jeder Map. Wo spawnt, also die wichtigsten Sachen sind halt logischerweise, wo spawnt die LG, die spawnt zum Beispiel hier in diesem Fall hier, wo spawnt der Rocket Launcher, wo spawnt
Der Pinzer, beziehungsweise die Rail, wo spawnt die Heavy Armor oder die Red Armor, die spawnt in dem Fall zum Beispiel da, und wo spawnt die Mega Health. Das sind so die wichtigsten Pickups und was dann auch noch wichtig ist, wenn, solange ihr nicht Duel spielt, Duel ist in meinen Augen der Main Game Mode in, oder zumindest der Competitive Main Game Mode in Arena Shootern. Wo spawnen die Power-Ups? Solange ihr nicht Duel spielt, ist auch noch wichtig zu wissen, wo die Power-Ups spawnen, denn die Power-Ups spawnen auch immer am selben Punkt, immer an derselben Stelle. Und wenn ihr auswendig wisst, wo die spawnen und wisst, wann die spawnen, wenn ihr die Timings kennt und die Spawnpunkte davon kennt, dann habt ihr einen mega Vorteil gegenüber euren Gegnern, logischerweise. Weil wenn ihr wisst, dass das jetzt die Quad, das ist das Cybotical Pickup, wenn ihr wisst, dass dieses Pickup immer hier spawnt und ihr kennt das Timing, könnt ihr es natürlich einfach easily grabben und dann, ne? Ja, ihr seht, das ist die Quad Damage, ihr macht komplett Damage. Ihr könnt einfach alles zerstören. Ne? Ihr seht, ich mache jetzt viermal so viel Damage. Ich habe logischerweise einen offensichtlichen Vorteil gegenüber allen anderen Gegnern. Zack, zack, zack. Alles schmilzt, alles stirbt. Es geht mega schnell. Logischerweise, wenn ihr gegen starke Gegner kämpft, werden die auch wissen, wo das spawnt. Und dann gibt es natürlich immer einen Fight an der Stelle. An der Stelle des Pickups, bevor das spawnt. Wer das Pickup dann letztendlich kriegt. Was auch noch keine wichtig ist, ist logischerweise, wenn ihr die Quad pickupt, ihr könnt ihr Rocket jumpen. Und in Spielmodi, in denen Rocket Jump Self-Damage aktiviert ist, solltet ihr nicht mehr mit dem Rocket Launcher kämpfen, sondern am besten mit der LG, das ist die stärkste Waffe, wenn ihr die Quad Damage, wenn ihr das Diabolical Pickup habt. Denn wenn ihr euch Self-Damage mit dem Rocket Launcher macht, ihr auch vierfach Self-Damage auf euch selber. Das heißt, ihr tötet euch mehr oder weniger selber. Deswegen am besten, wenn ihr die Quad habt, mit entweder der Schrotflinte oder der LG kämpfen. Das ist sehr ein Vorteil. Und generell ist es natürlich auch wichtig, in Sachen Map-Layouts zu wissen, wo ihr den Vorteil habt. Zum Beispiel hier bin ich im Vorteil gegenüber dieser Position da unten, denn ich habe hier den Highground. Und generell ist es natürlich in Sachen Map-Layouts auch hier wichtig, wie in zum Beispiel Counter-Strike, zu wissen, wo ihr den Vorteil habt in jedem Engagement. Das heißt, wenn ich weiß, der Gegner ist unten, ist es wahrscheinlich am besten, wenn ich hier oben irgendwie stehe und dann ist hier Rockets runterschießt auf den Gegner, weil da sieht er weniger von meiner Hitbox. Ich sehe aber dafür alles von seiner Hitbox und generell bin ich halt im Vorteil, weil ich den Highground habe, logischerweise. Was auch noch wichtig ist, in Arena-Shootern, ist Movement und Dodging. Wie bereits gesagt, wenn ihr einen LG-Fight habt, wollt ihr hier immer hin und her strafen, wollt hier um den Gegner rundherum laufen, etc. pp. Was ihr zum Beispiel in einem LG-Fight vermeiden wollt, ist zu springen, wie ich das jetzt hier gerade mache. Denn wenn der Gegner euch hittet, während ihr in der Luft seid, kann der euch pushbacken. Dann seid ihr sehr, sehr predictable und euer Movement kann... Wo ist der Gegner hier, der normalerweise immer... da ist er. So. Ich demonstriere es mal kurz anhand von diesem Gegner. Wenn ich den jetzt hier mit der hitte, wie ihr seht, ich kann ihn jetzt aus der Map rauspushen, denn ich habe Pushback. Wenn ihr den Gegner mit der LG hittet, applyt ihr Pushback in die Richtung, in die ihr den Gegner hittet. Und der Gegner wird in die Richtung hingepusht. Und generell, gute Spieler werden euch einfach, wenn ihr in Luft seid und mit der LG euch hitten, werden die genau wissen, was eure Flugbahn ist und werden euch einfach in irgendeine Richtung pushen. Auch am Boden gibt es Pushback, wie ihr seht. Auch am Boden pushe ich jetzt den Gegner. Mit der LG, aber generell in LG-Fights nicht springen am besten und möglichst viel hin und her strafen, unpredictable sein, zum Beispiel zwischendurch große Strafes machen, dann zwischendurch kleinere Strafes machen, nicht zu kleine Strafes, sonst steht ihr einfach auf der Stelle. Das ist wichtig in LG-Fights, aber generell Movement ist sehr wichtig. Es ist wichtig zu wissen, wie man den Gegner juken kann, wie man den Gegner austricksen kann, zum Beispiel was in Rocket-Fights wichtig ist, ist zum Beispiel auch, ihr lauft lange in eine Richtung und wenn ihr wisst, dass der Gegner halt wieder die nächste Rocket schießen kann, dann switcht ihr ganz schnell die Richtung. Und zum Beispiel jetzt so, der Gegner schießt, ne? Er hat gerade geschossen, ihr lauft nach rechts, ihr wisst, der Gegner kann wieder schießen, dann switcht ihr, also ihr lauft nach rechts, dann switcht ihr ganz schnell nach links und lauft dann weiter nach rechts. Der Sinn dahinter ist, der Gegner denkt, oh, der läuft weiter nach rechts, schießt nach da ganz rechts außen, aber ihr switcht die Richtung halt nach links und dodgt dann die Rocket und nimmt keinen Damage. Das ist so zum Beispiel auch eine wichtige Mechanik. Also Dodgen und Movement sind in Arena-Shootern auch extrem wichtig. Was es da noch an Movement-Mechaniken gibt, das wäre zum Beispiel Strafe-Jumping und Circle-Jumping, darauf werde ich dann gleich noch weiter eingehen. Das ist sehr, sehr wichtig, das zu können. Das wird im Spiel auch nicht so gut rübergebracht. Das werde ich gegen Ende wahrscheinlich erst erklären. Aber es ist wichtig, das auch zu können. Und das werde ich auch noch erklären. Und auch noch eine sehr wichtige Sache ist, und ich glaube, es gibt leider keinen Teleporter hier auf der Map. Doch, es muss einen Teleporter geben. Wo gibt es den Teleporter? Auf der Map muss es auch irgendwo einen Teleporter geben. Ich meine, es gibt irgendwo einen Teleporter. Ja, das ist ein Teleporter. Was sehr, sehr wichtig ist, ist Teleporter-Camping, Teleporter-Spam. Wenn ich durch diesen Teleporter durchgehe, komme ich jetzt zum Beispiel hier raus an dieser Stelle. Und auf fast jeder Map gibt es in irgendeiner Form einen Teleporter. Die sehen, glaube ich, fast alle immer so aus. Und es ist sehr wichtig zu wissen, was Teleporter-Camping ist und Teleporter-Spam und wie das funktioniert. Wenn ich zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt... Oh, man kommt hier unten raus, das ist doof. Sagen wir, ich bin jetzt hier oben am Fighten, keine Ahnung, jetzt ist hier ein Gegner und ich habe einen LG-Fight und Spam Plasma und keine Ahnung, blablabla. So, und jetzt merke ich, ich bin low, oh Gott, der Gegner killt mich gerade und dann renne ich jetzt hier weg und zack, gehe durch den Teleporter. Es gibt übrigens ein paar Teleporter, die sind danach verschlossen, das heißt, der Gegner kann euch nicht folgen, aber wenn...
das lernt ihr auch relativ schnell, welche Teleporter halt nur eine Person durchlassen. Ich glaube, auf der Map Furnace gibt es. Ich glaube, es gibt es bis jetzt nur auf der Map Furnace, dass es da Teleporter gibt, wo halt der Gegner euch nicht durchfolgen kann. Aber davon ausgehen, dass der Gegner euch folgen kann. Was ihr jetzt machen wollt, ist, ihr geht durch den Teleporter, dreht euch direkt um. Ja, also der Gegner spawnt hier an dieser Stelle. Ihr dreht euch direkt um, zielt hier hin und holt einfach erstmal eure Plasma Rifle raus und könnt diesen Teleporter campen. Am besten stellt ihr euch auch schön seitlich hin, weil der Gegner wird so spawnen. Der guckt in diese Richtung. Das heißt, wenn ihr euch hier hinstellt und jetzt hier die Plasma Rifle drauf spammt, sobald der Gegner durchkommt, frisst er erstmal dick Plasma. Jeder Plasma Bolt macht 20 Punkte Damage. Das heißt, ihr könnt den Gegner hier spammen. Das ist extrem stark. Wenn ihr wisst, dass der Gegner ballsig spielt, wenn ihr wisst, dass der Gegner aggressiv spielt und euch folgen wird, dreht euch einfach direkt um, spammt den Teleporter und macht Fett Damage. Und der Gegner frisst zum Beispiel dann vielleicht auch einen Direct Rocket. Wenn ihr richtig ballsy seid und wisst, ihr denkt, ihr habt das Timing down, dann könnt ihr auch Rocket spammen. Wenn ihr so wisst, der Gegner kommt jetzt durch, dann spammt er dann dem eine Rocket ins Gesicht. Der nimmt 100 Direct Rocket Damage und ja. Er hat einen schlechten Tag danach, obviously, suffice to say. Das ist auch eine sehr wichtige Sache, das zu lernen. Teleporter Camping oder halt auch zu lernen, wann euer Gegner Teleporter campt, ob euer Gegner jetzt gleich Teleporter campen wird. Das ist so eine Sache, so eine Gefühlssache. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, wenn ich jetzt durchgehe, dann fresst ihr eine Direct Rocket, dann geht ihr vielleicht besser nicht durch den Teleporter, logischerweise. Es ist wichtig, das zu lernen. Teleporter Camping, das ist auch ein wichtiges Ding. Ich glaube, eine Sache, die ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist übrigens auch, das ist auch ein Fehler, den viele Anfänger machen. Wenn ihr spawnt ihr mit dieser Waffe hier, das ist die Machine Gun. Wie ihr seht, die macht ganz gut Damage, aber die hat eine sehr limitierte Rolle, nämlich ist die gut, um Gegner zu finishen, solange ihr nicht die Schrotflinte habt. Ansonsten solltet ihr die Schrotflinte bevorzugen, die Schrotflinte ist sehr gut, um einen geschwächten Gegner zu finishen. Ansonsten könnt ihr das auch mit der Machine Gun machen und noch besser ist natürlich die LG, logischerweise. Aber die Machine Gun ist eine sehr schlechte Waffe und das ist die Waffe, mit der man spawnt. Sie ist nutzbar und sie hat ihre Use Case. Wie gesagt, auf Long Range ist sie halt auch gut, um Chip Damage zu machen, wenn ihr keine Rail habt oder wenn der Gegner low ist, auf Long Range, um damit zu finishen. Aber ansonsten ist es so ziemlich die schlechteste Waffe im Spiel. Das heißt, wenn ihr gerade gespawnt seid, im Free-for-All-Modus zum Beispiel, versucht nicht euren Gegner zu killen mit dem Machine Gun. Also ihr könnt es natürlich versuchen, wenn keine andere Waffe in Sichtreichweite ist. Aber davon ausgehen, dass ihr das Map-Layout mittlerweile schon gelernt habt, zum Beispiel, und ihr wisst, hier ist die Railgun, ja, dann holt ihr euch lieber die Railgun und versucht mit der Railgun zu fighten, als mit der Machine Gun, denn die Machine Gun ist eine schreckliche Waffe. Versucht nicht mit der Machine Gun zu fighten. Versucht euch erstmal irgendwie Pickups zu holen. Zum Beispiel den Rocket Launcher oder die LG oder die Rail oder irgendeine andere Waffe. Ja, also besorgt euch diese Pickups, besorgt euch jetzt hier zum Beispiel, hier ist glaube ich der Rocket Launcher, besorgt euch den Rocket Launcher und kämpft dann lieber mit dem Rocket Launcher. Der ist viel, viel stärker. Logischerweise. Also wundert euch nicht, dass ein Gegner, der irgendwie ein komplettes Loadout hat, zum Beispiel Rocket Launcher und LG und was weiß ich nicht alles, wundert euch nicht, dass der euch komplett auseinander nimmt, wenn ihr nur mit der Machine Gun, nur die Machine Gun habt und versucht ihn damit zu killen. Ihr werdet damit nicht sehr erfolgreich sein. Ja, wenn der Gegner schon einen Rocket Launcher hat, dann schießt er einen Direct Rocket und noch einen Direct Rocket und noch einen Direct Rocket und dann seid ihr tot. Oder was weiß ich, oder halt holt die LG raus und schmilzt euch mit der LG weg, weil die LG ist halt wie die Machine Gun, nur hat sie ein viel, viel höheres Damage Output. Das ist wichtig. Das ist eine wichtige Regel in Arena-Shootern. Anstatt direkt zu engagieren mit der Machine Gun, holt euch erstmal ein anderes, besseres Weapon-Pickup. Das ist sehr, sehr ratsam und sehr, sehr wichtig. Gut, was habe ich hier noch auf meiner schlauen Notizliste? Genau, Rocket-Baiting. Ja, das habe ich gerade schon erklärt mit Rocket-Baiten im Endeffekt. Ihr könnt Rockets baiten, wie bereits gesagt, wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit nach rechts läuft und dann ganz schnell kurz switcht auf nach links laufen oder vielleicht auch permanent dann switcht auf nach links laufen. Ihr lauft nach rechts, ihr switcht auf nach links laufen und der Gegner denkt, ihr lauft aber weiter nach rechts und schießt die Rakete nach rechts. Das heißt, ihr könnt die Rockets vom Gegner ausbaiten. Zum Beispiel, wenn der jetzt hier switchen würde, der Gegner hier, der läuft, glaube ich, hier im Kreis. Das heißt, ich würde es hier hinschießen, ne, dann treffe ich den Gegner. Wenn er jetzt aber kurz vorher geswitcht hätte auf in diese Richtung laufen, in die andere Richtung laufen, dann hätte ich kaum Damage gemacht und der hätte dann die Rocket quasi rausgebaitet, ich hätte ihn nicht getroffen und er hätte dann aber zum Beispiel vielleicht mich getroffen mit der Rocket und hätte dann meine Rocket in die falsche Richtung gebaitet und selber aber fett Damage gemacht und hat dann logischerweise den Vorteil in dem Fight. Das ist auch eine wichtige Technik, die zu können. Gut, und als nächstes, im nächsten Kapitel, sage ich mal, geht es dann jetzt um die Movement-Techniken, um die Advanced-Movement-Techniken, die sehr, sehr wichtig sind in Arena-Shootern, nämlich ums Rocket-Jumpen, Plasma-Climpen und ums Circle-Jumpen und Strafe-Jumpen und Dashen auch, I guess. Ja, fangen wir mal mit Rocket-Jumpen. Rocket-Jumpen ist eine ganz, ganz einfache Technik, logischerweise. Ihr könnt springen, wie ihr seht, ne? Ich drücke jetzt hier auf Space und springe und ich springe jetzt hier hoch und man springt nicht so hoch, aber ihr könnt auch auf den Boden aimen und eine Rakete schießen und wie ihr seht, ich bin jetzt nicht gesprungen, aber ich habe jetzt ein bisschen Damage mir selber gemacht, aber bin jetzt ein gutes Stückchen höher gesprungen, ohne zu springen. Wenn ihr das mit dem Springstock kombiniert, seht ihr, könnt ihr ziemlich, ziemlich hoch springen. Ich muss ein bisschen HP aufsammeln, denn in der Trainingsmap ist actually Self-Damage aus irgendwelchen Gründen eingeschaltet. Ihr macht euch ein bisschen Damage, ihr tradet ein bisschen was von eurem Health-Stack, ein bisschen was von euren HP, tradet ihr für einen höheren Sprung halt. Zum Beispiel, da oben könnte ich so niemals hinspringen, aber mit einem Rocket Jump kann ich jetzt einfach nach hinten, hinter mich aimen, das war übrigens kein sehr guter Rocket Jump, aber ich kann hinter mich aimen,
schieß auf den Boden, spring im selben Moment nach oben. Das ist ein gewisses Timing bei involviert, das muss man erst lernen. Aber es ist auch nicht so schwer, das zu lernen. Dann passt das schon, dann könnt ihr zum Beispiel hier hochkommen, oder um genau zu sein, hier, ne, da oben könnt ihr hochkommen, sollte man in einem Jump hochkommen können, das braucht man glaube ich normalerweise nicht, indem man einfach hier hochrocket jumpt, wie ihr seht, das war jetzt ein relativ tighter Jump, im Sinne von, der war nicht allzu gut, da kann man auch ein bisschen mehr Airtime, wenn man das besser timet und besser macht, als ich jetzt gerade. Grundsätzlich ist es auch zu bevorzugen, hinter sich den Rocket Splash zu applyen, also sprich diese Bewegung. Ne? Ich drehe mich jetzt nach hinten, schieße hinter mich die Rocket, drehe mich wieder zurück und fliege dann geradeaus nach vorne, sprich sowas hier. Weil ansonsten bekomme ich hier dieses Backwards Momentum, also ich springe dann nach hinten, weil ich zeige es nochmal kurz. Wenn ich jetzt hier nach vorne springe, verliere ich viel von meinem Forwards Momentum. Wenn ich allerdings nach vorne springe und den Rocket Jump hinter mir applye, dann kriege ich noch zusätzliches Forward-Momentum, weil die Explosion halt hinter mir passiert, statt vor mir zu passieren. Deswegen am besten nach hinten drehen, hier hinter euch die Explosion applyen und dann gleichzeitig springen und dann wieder zurückdrehen und nach vorne jumpen. Das braucht ein bisschen Übung, aber nach einer Zeit hat man es dann in der Regel raus und kann dann so schöne Rocket Jumps hier hinlegen. Rocket Jump ist sehr, sehr wichtig, wie bereits gesagt. Damit könnt ihr teilweise an Stellen auf der Map kommen, an die ihr sonst nicht so leicht hinkommen würdet. Deswegen sind Rocket Jumps wichtig. Was es auch noch gibt, ist Plasma Climbing. Ja, das ist auch ein Thing in dem Spiel. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es überhaupt Plasma Climbing gibt. Das ist eine sehr, sehr advanced Technik. Ich bin da auch nicht sehr gut drin. Das ist eine Technik, die nutzt sehr selten. Essentially, ihr springt hoch an der Wand. So, ne, ihr springt hier gegen die Wand. Das ist eine Technik, die man in der Regel nutzt, wenn man keinen Rocket Launcher hat. Und schießt dann diese Plasma Balls quasi unter euch, gegen die Wand. Und ihr könnt dann quasi auf den Plasma Balls laufen, mehr oder weniger. Das klingt ein bisschen bescheuert, ist aber eigentlich ein Thing. Ihr könnt quasi auf euren Plasma Balls dann laufen und kriegt dann dadurch ein bisschen mehr Air, aber nicht viel. Der Sinn dahinter ist halt, wenn man das richtig macht, kann man ein Stückchen weiter springen, als wenn man das nicht machen würde. Und das braucht man, ich weiß nicht, ob man es auf Diabolical Maps überhaupt braucht, aber zum Beispiel, es gab ein paar Maps in Quake, wo du halt mit einem direkten Sprung zur Heavy Armor, ich glaube bei, wie heißt die Map, bei Bloodrun, bei einer Map namens Bloodrun gibt es da kommt man zur Heavy Armor nur hin, indem man dahin Plasma climbt oder halt rüber Rocket jumpt. Da kann man nicht direkt rüber jumpen, da musste man halt rüber Plasma climben. Und wie ihr seht, teilweise, wenn man das richtig macht, kann man hier ein bisschen mehr Airtime kriegen. Ich bin absolut schlecht, was es angeht. Das ist eine Technik, die ich nie wirklich gelernt habe, weil ich sie eigentlich nie wirklich brauchte. Aber es ist auch eine useful Technik, wenn man gelernt hat, zu Rocket jumpen, noch zu lernen, zu Plasma climben, weil man damit dann halt noch ein bisschen mehr Airtime kriegen kann, wie bereits gesagt. Gut, und jetzt zu den wichtigsten Techniken, noch viel wichtiger als Rocket jumpen und Plasma climben, im Endeffekt sogar. Und das ist Circle Jump und Straight Jump. Und ich denke, ich fange mal an mit Circle Jump. Ich fange mal an, damit das zu erklären. Wie ihr seht, wenn ich jetzt hier gerade auslaufe, habe ich meine Standard-Movement-Lauftechnik. Wenn ich mich dabei jetzt aber noch hier drehe, man kann glaube ich irgendwie... Ich mache mal kurz einen kleinen Cut an der Stelle, eine Sekunde. So, da seht ihr jetzt rechts außen, steht da irgendwas von wegen UPS. Ich mache es actually. Man kann nämlich sein gesamtes HUD hier in so Spiel customizen, das ist großartig. Ich move das mal hier auf meinen Hammer, damit man das auch immer schön sehen kann. So, wenn ich jetzt hier gerade auslaufe, dann laufe ich mit 320 UPS, Units per Second, also UPS. Ich laufe es mit 320 UPS. Wenn ich mich dabei drehe, seht ihr, meine Geschwindigkeit geht aber teilweise hoch. Ja? Ich drehe gerade nur die Kamera, ich drücke die ganze Zeit nur W und drehe die Kamera, aber meine UPS gehen dabei teilweise hoch. So, und der Grund dabei ist ganz einfach, wenn ihr euch dreht, geht eure Geschwindigkeit hoch. Das ist einfach, wie diese Engine funktioniert von so einem Spiel. Als Alternative, wenn ich jetzt anstatt nur W zu drücken, auch D drücke zum Beispiel oder W und A drücke, dann seht ihr auch, da geht meine Geschwindigkeit hoch. Da habe ich diesen Turnspeed. Und wenn ich das Ganze kombiniere, wenn ich turne und meine Kamera drehe, turn ist logischerweise, wenn ich meine Kamera drehe und das hier nennt man strafen, ja, also W und A zu drücken und W und D zu drücken, dann geht meine Geschwindigkeit noch um einiges mehr hoch. Aber ich kann diese Geschwindigkeit nicht keepen, weil wie ihr seht, in einer Zeit fällt sie wieder auf 320 zurück. Denn das ist die maximale Laufgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt aber hingehe und springe, wird das nicht resettet, weil beim Springen wird das Ganze nicht resettet. Dann seht ihr, da kann ich meine Geschwindigkeit teilweise bis auf 420, 430 whatever hochdrehen, indem ich einfach nur, anstatt geradeaus zu springen, indem ich einfach nur beim Springen mich drehe und beim Springen halt strafe. Also sprich A und W oder W und D gleichzeitig drücke. Also wenn ich gleichzeitig nach vorne und nach links und gleichzeitig nach vorne und nach rechts laufe, indem ihr diese beiden Tasten gleichzeitig drückt, könnt ihr da eure Geschwindigkeit erhöhen. So, und Circle Jumpen bedeutet ganz einfach, ihr könnt einfach aus dem Standstill, könnt ihr jetzt hier zur Seite drehen. Es braucht ein bisschen Übung, aber der Sinn dahinter ist halt ganz einfach, das nennt man einen Circle Jump. Wenn ihr aus dem Stand oder aus dem Laufen heraus, dreht ihr euch in die Richtung, in die ihr eigentlich gehen wollt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in diese Richtung hier gehen will, laufe ich jetzt hier in die Richtung und dann drehe ich mich,
Ich drehe mich und strafe, also ich drehe meine Kamera und strafe gleichzeitig in diese Richtung. Und damit könnt ihr dann einen sogenannten Circle Jump machen. Und wie ihr seht, wenn ich das mache, ich fange hier an mit 320 UPS, drehe mich und strafe jump. Und ihr könnt, glaube ich, bis zu 400 Units per Second oder sowas erreichen, irgendwie so in die Richtung, wenn ihr das richtig gut könnt. Im Idealfall macht man uns eine Halbdrehung, glaube ich sogar. Ich glaube, man kann sogar eine Halbdrehung schaffen. Ja, irgendwie so in die Richtung. Ihr müsst dann euren Jumper richtig timen. Aber das nennt man Circle Jump und damit könnt ihr richtig Momentum aufbauen. Und quasi aus dem Stillstehen schon auf irgendwie, wie ihr seht hier, was ist das, 370, 380, 390 UPS direkt hochbeschleunigen. Zack, und ich bin instant auf richtig hohem Speed. Und das kann man dann kombinieren mit sogenannten Strafe Jumpen. Ich glaube, in diesem Spiel kann man sogar, genau, man kann die Space-Taste sogar einfach gedrückt halten. Dann einfach beim Springen weiter die Kamera ein bisschen weiter immer drehen. Ja, ihr seht, und dann baut man hier Momentum auf, wenn man einfach weiter geradeaus springt und gleichzeitig halt strafed und turned. Das nennt man Strafe Jumpen, damit kann man dann noch mehr Speed aufbauen. Es gibt, glaube ich, um einiges bessere Tutorials, ich bin ganz offen ehrlich, es gibt einige Tutorials, die es um einiges besser covern und erklären, wie Strafe Jump und Circle Jump funktioniert. Die sind auch um einiges kürzer als dieses Video jetzt, aber ich erkläre in diesem Video auch noch einige andere Sachen, die wichtig sind. Aber ja, Strafe Jump ist ja wichtig, das ist die Main Movement Technik. Ihr müsst einfach Space gedrückt halten, dann springt ihr automatisch die ganze Zeit über, sobald ihr wieder landet. Und dann, wie gesagt, strafen und gleichzeitig turnen und dann baut ihr hier fett Speed auf. Fett UPS, ich bin bei 600 Units per Second gerade gewesen. Wenn ich das wieder mache, dann komme ich sogar auf 700 eventuell. Ja, fast. Da waren die 96 UPS gerade, glaube ich, dabei. Ja, da sind die 700. Ich weiß nicht, ob es dabei ein Cap gibt in der Bauteile. Ich glaube aber fast nicht. In der Regel gibt es bei sowas kein Cap. Zumindest in den, es gibt dann später noch so spezielle Movement-Modi. Das ist dann so ähnlich wie Surfen bei CS, falls ich das was sagen sollte. Da gibt es so spezielle Movement-Maps dann, wo es dann nur darum geht, die Map quasi zu clearen. Da gibt es auf jeden Fall keinen Speedcap. Ob es in den Competitive-Modi hier einen Speedcap gibt, weiß ich nicht. Aber logischerweise ist es ja von Vorteil, sich schnell bewegen zu können. Denn umso schneller man sich bewegen kann, umso mehr Map-Control etc. kann man aufbauen. Umso schneller kann man wichtige Spots auf der Map erreichen. Deswegen, das ist sehr wichtig, das zu lernen. Und genau, den Dash gibt es auch noch, wenn ihr Shift drückt. Das geht nur, wenn ihr auf dem Boden, euch auf dem Boden befindet. Ihr seht da unten unter meinem Crosshair, seht ihr diese drei Pfeile. Wenn die voll gefüllt sind, dann könnt ihr zum Beispiel nach rechts, nach links, nach vorne, im Endeffekt euch in jede Richtung bewegen. Wenn ihr dann einfach Shift drückt, während ihr euch in die Richtung bewegt, dann könnt ihr in diese Richtung dashen und kriegt instant ein bisschen Movement Speed. Im Endeffekt ist das mainly gedacht gewesen wohl als eine Mechanik, um Leuten, die nicht wissen, wie man Circle jumpt, was ich ja gerade erklärt habe, um denen eine Möglichkeit zu geben, direkt Speed aufzubauen. Das Ding ist aber, wenn ihr wisst, wie man Circle jumpt, werdet ihr das nie mehr wirklich brauchen. Der Main Use Case für den Dash ist dann wiederum, um den Gegner zu juken. Sobald ihr von einem Gegner gehittet werdet übrigens, sobald ihr Damage nimmt, Self-Damage gilt ja uns auch, sobald ihr Damage nimmt, seht ihr das Ding ist instant leer und ihr könnt nicht mehr dashen. Aber der Trick ist, bevor der ihn euch gedamaged habt, könnt ihr theoretisch gesehen, um ihn halt zu mix-upen, sag ich mal, um ihn halt hier zu überraschen, könnt ihr einfach, so der Gegner steht es da und er hat mich noch nicht gedamaged, dann mach ich zack und dann dash ich quasi aus seinem Schuss raus. Eigentlich ist es so nicht gedacht und es wurde auch genervt. Ursprünglich konnte man permanent immer dashen in der Closed Beta. Und das wurde dann halt richtig hart exploited in Fights, da sind Leute dann mit Fight einfach die ganze Zeit hin und her gedasht. Und dadurch waren die Fights halt sehr, sehr anders und nicht so, so wie sie eigentlich sein sollten im Arena-Shooter. Deswegen wurde es halt genervt, dass man sobald man Damage genommen hat, nicht mehr dashen kann. Wie jetzt gerade zum Beispiel. Aber ihr könnt es immer noch ein bisschen exploiten. Wenn ihr halt kurz davor seid, in einen Fight reinzukommen und ihr wisst, ihr werdet gleich auch wieder schießen, dann könnt ihr einfach so zack aus dem Schuss rausdashen und der Gegner wird euch nicht hin. Ist zwar so nicht ganz so gedacht, dass mit dem Dashen, aber es funktioniert halt. Deswegen, ja. So, und jetzt haben wir noch zwei Punkte auf meiner schlauen Liste. Und zwar haben wir hier einmal Item-Timings und Map-Control. Das ist mainly eine Sache, die für Duel wichtig ist. Duel habe ich in dem Spiel tatsächlich selber noch gar nicht gespielt, weil ich Maps erst lernen möchte. Aber halt auch in Free-for-All kann man das nutzen. Item-Timings sind wie gesagt sehr wichtig, die könnt ihr hier unter Learn nochmal alle sehen. Am wichtigsten sind halt Mega-Health und Heavy-Armor. Also 100 Armor und 100 Health sind Mega und Heavy, Mega-Health und Heavy-Armor. Die respawnen nach 35 Sekunden und 25 Sekunden jeweils. Und das ist sehr wichtig. Ihr habt nämlich im Match selber, da oben seht ihr es, 30 Minuten 40, 30 Minuten 41 etc. pp. Da habt ihr Timings. Das heißt, ihr könnt diese Items timen. So, dieses Item respawnt nach 25 Sekunden. Das heißt, wenn ich das jetzt aufsammle, zack, bei 50, weiß ich, dass es zu einer Zeit von 31,15 wieder respawnen wird. Und das ist sehr wichtig, das zu lernen, weil dadurch könnt ihr halt logischerweise einen dicken Vorteil gegenüber euren Gegnern haben. Wenn ihr zum Beispiel wisst, das Item respawnt um 31,15, könnt ihr jetzt hier rumlaufen, was weiß ich, sammle jetzt hier das auf und fight ich vielleicht hier, keine Ahnung, gebe ich einen Fight, blablabla. Dann sammle ich das Item noch auf und weiß, ich kann es gerade nicht aufsammeln, aber dann weiß ich, das würde zum Beispiel um 31,35 oder so im Dreh respawnen. So, und jetzt weiß ich aber, zack, jetzt ist 15, 31,14, 31,15, so um den Dreh, ist diese Rüstung gerade respawn. Das heißt, ich kann hier wieder zurückcyclen und kann den Gegner dieses Item direkt wieder klauen und habe wieder 100 Armor auf meinen Stack geaddet.
die der Gegner gerade nicht kriegen konnte. Und ich weiß genau, in wann habe ich es aufgesammelt? Um 18 oder so einen Dreh, das heißt um, was weiß ich, um 45 bis 50 oder sowas, wie dieses Item wieder respawnen. Das heißt, ich weiß wieder, das Item wird genau dann respawnen und ich kann es dem Gegner wieder denyen. Ich kann dem Gegner wieder 100 Armor denyen, die zu meinem Stack hinzufügen. Und der Gegner wird diese Items nicht kriegen können. Und wenn das Item so grün leuchtet, heißt es, in den nächsten 5 Sekunden wird es ungefähr spawnen, meines Wissens. Das heißt, auch das ist sehr, sehr nützlich, um das Item timen zu können. Ob man das in Duel um uns sehen kann, weiß ich nicht genau. Wie bereits gesagt, ich habe Duel selber noch nicht gespielt. Ob dieser 5-Sekunden-Indikator da, ob es den da auch gibt, weiß ich gar nicht so genau. Aber den gibt es auf jeden Fall in den ganzen Casual-Modi, gibt es den auf jeden Fall. Gut, und ja, Map-Control, wie bereits gesagt, Map-Control ist auch mainly in Duel sehr wichtig, aber auch in allen anderen Modi. Map-Control ist in Arena-Shootern sehr wichtig. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier bin, deny ich dem Gegner quasi mainly diese Area, es sei denn, ich habe halt keinen Stack, ich habe halt keinen AP mehr. Und der Gegner hat halt Fat-Stack, dann kann ich ihm logischerweise keine Areas auf der Map mehr denyen. Oder wenn ich zum Beispiel hier stehe, von hier aus kann ich dem Gegner zum Beispiel, control ich diesen ganzen Teil der Map, weil der Gegner muss hier gegen mich fighten, um das hier contesten zu können. Und auch hier habe ich somewhat Control, allerdings wenn der Gegner von hier aus kommt, werde ich wahrscheinlich zurückfallen müssen. Dann kann ich zum Beispiel nach hier unten zurückfallen und kann dann nach hier wegrennen zum Beispiel. Also es ist wichtig zu lernen, wie man Maps in Arena-Shootern controlt. Map-Control ist so eine Sache, die kann man nicht wirklich erklären. Das ist so eine Sache, die muss man einfach lernen. Aber Map-Control ist in Arena-Shootern auch sehr wichtig. Ja, also das werde ich jetzt einfach mal so hier erwähnen und werde es mal so in den Raum stellen. Es ist schwierig, das zu erklären. Aber zum Beispiel von hier oben aus kann ich hier unten die Area, wenn man jetzt hier nicht runterfallen würde, von hier oben aus kann ich zum Beispiel hier unten die Area ganz gut controllen. Was weiß ich, von hier aus kann ich zum Beispiel vielleicht da hinten die Area controllen, weil wenn ich weiß, dass hier hinten da steht, kann ich mir hier einen Rail reinballern und kann dann hier vielleicht auch noch pushen. Und dann, wenn er hier runter geht, schießt ihm hier einen Rock rein, etc. pp. Es ist wichtig einfach zu lernen, wie man Maps controlt, von wo aus man welche Winkel gut controllen kann, wo man wie den Vorteil hat. Map Control ist einfach in Arena-Shootern sehr wichtig und geht halt Hand in Hand damit, ein Advantage in Fights zu haben. Wie wurde gesagt, von hier oben aus habe ich zum Beispiel den High Ground, kann hier unten hier controllen. Zum Beispiel hier unten weiß ich jetzt, da ist ein Teleporter-Exit. Wenn ich weiß, der Gegner ist auf der anderen Seite von dem Teleporter, kann ich hier zum Beispiel einen Teleporter controllen, indem ich hier den Teleporter prefire, etc. pp. Mit Rockets oder halt mit Plasma geht es natürlich auch. Dann schieße ich hier Plasma in Richtung von dem Teleporter. Ich kann theoretisch gesehen sogar mit der LG hier prefiren. Wenn ich weiß, der Gegner kommt da durch, dann spawnt hier direkt in die LG rein und ist dann auch in a world of hurt, in a world of pain, etc. pp. Eine gute Waffe, um halt auch Maps zu controllen, ist der Grenade Launcher. Der ist ansonsten eine sehr schwache Waffe, aber ist sehr, sehr gut für Area Denial. Zum Beispiel, wenn ich weiß, der Gegner ist da oben und kommt jetzt hier gleich um die Ecke, dann spamme ich da einfach vielleicht ein paar Grenades in seine Richtung. Es geht vor allem, wenn Korridore relativ narrow und eng sind. Zum Beispiel der Korridor hier ist auch noch relativ weit, aber eng genug. Da kann ich dann zum Beispiel vielleicht in den Korridor denyen, indem ich hier zum Beispiel einfach Granaten reinspamme. Wie ihr seht, hier sind jetzt überall Granaten und der Gegner wird ein paar Komplikationen haben, hier durch den Korridor durchzukommen. Das sind halt auch alles wichtige Dinge in Arena Shooter, um halt dem Gegner zum Beispiel Areas zu denyen, um dem Gegner Map Control zu denyen, etc. pp. Das ist alles relativ wichtig in Arena, in Arena Shootern. Und ja, das ist ein relativ langes Video. Ich glaube, um die 37 bis 38 Minuten ist es jetzt lang. Ich habe viele, viele Informationen jetzt gerade rausgehauen in, I guess, relativ kurzer Zeit. Teilweise auch relativ durcheinander und konfus. Maybe, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe die Sachen alle ganz gut erklärt und ganz verständlich rübergebracht. Ihr werdet jetzt dadurch, dass ihr dieses Video geguckt habt, logischerweise nicht direkt die Arena-Shooter-Grandmaster sein. Das sind alles Sachen, die man halt erst lernen muss. Logischerweise, wie bereits gesagt, Strafe-Jump muss man lernen, Circle-Jump muss man lernen, man muss lernen, wie Map-Control funktioniert, man muss auf jeder Map erstmal die Spawn-Locations von Items lernen, etc. pp. Aber das sind halt Sachen, die wichtig sind in Arena-Shootern. Ich habe versucht, die jetzt mal hier rüberzubringen in diesem Video. Weil viele Leute werden halt, wie gesagt, dieses Video hier sehen und werden jetzt vielleicht Sachen daraus gelernt haben, weil viele Leute picken halt Arena-Shooter ab und denken so, oh, es ist ein Arena-Shooter und da geht es um Aim und oh, ich habe gutes Rail-Aim, deswegen bin ich jetzt der Gott schlechthin. Aber das Ding ist, es gibt zum Beispiel auch von Quake viele Videos, in denen Quake-Pros halt Leute, die Aimbot haben, die literally Aimbot haben, also die perfektes Aim haben, komplett zerstören, aus dem ganz einfachen Grund, dass die Leute, die sich ein Aimbot holen, ganz gerne mal nicht wissen, wie man Arena-Shooter spielt. Ja? Und die holen dann sich ihren dicken, fetten Aimbot, holen dann die LG raus und denken sich so, oh, ich habe perfektes LG-Aim, oh, stirb, oh, ich bin so gut. Aber kriegen dann komplett auf die Fresse, weil sie halt nicht verstehen, wie Map-Control funktioniert, wie Item-Timings funktionieren, etc. pp. Das sind halt alles essentielle Sachen, aber ja, das sind alles so Tipps, die ihr beachten solltet, wenn ihr besser werden wollt in Arena-Shootern. Ihr müsst lernen, wie man Items timet, wie das Movement funktioniert, wie man Rocket-Jump zum Beispiel diesen High-Ground-Advantage auf Gegner zu kriegen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier auch in so Open-Area, kann ich zum Beispiel Rock-Jump, um dann von oben aus mich schwerer zu treffen zu machen. Logischerweise, wenn ich irgendwo mit in der Luft bin, ist es schwieriger, mich mit Splash-Damage zu hitten, weil ich bin irgendwo in der Luft. Ne? Wenn ich jetzt hier oben in der Luft bin, mich kann kein Splash-Damage hitten, sondern nur noch Direct-Rockets, etc. pp. Gut, ich würde sagen, ich beende das Video mal an der Stelle. Ich habe jetzt so ziemlich alle meine Tipps und Hints und Tricks und etc. pp. Jetzt hier ausgesprochen. Ich hoffe, ihr habt was aus dem Video mitnehmen können.
zum Thema Item-Timings und Power-Ups und dieses und jenes. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Sachen alle mal so ganz gut erklärt. Wie gesagt, das Video ist ein bisschen chaotisch und all over the place. Das liegt aber einfach an meiner Art, keine Ahnung. Ich bin auch generell ein bisschen chaotisch und all over the place. Wenn ihr noch spezifische Fragen zu irgendwas habt, lasst mir lieben gerne Kommentare da und fragt mich das. Zum Beispiel, keine Ahnung, kannst du das nochmal genauer erklären oder dieses oder jenes oder ich habe Probleme mit der Schrotflinte, keine Ahnung, oder Probleme mit der LG. Frag mich besser nicht zur LG, ich bin schrecklich mit der LG selber. Das ist die einzige Waffe, mit der ich wirklich absolut schrecklich bin in Arena-Shootern. Mein LG-Aim ist unter aller Sau. Außer halt gegen diese Practice-Bots, logischerweise liegt es ganz gut, weil die bewegen sich nicht oder die bewegen sich sehr predictably. Aber ansonsten ist mein LG-Aim wirklich unter aller Sau. Ich bin nicht so der LG-Pro. Aber ja, solltet ihr noch Fragen zu irgendwas haben, zum Beispiel, wie time ich Items, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes, stellt mir die Fragen, nehmt gerne, ich werde es versuchen, euch in den Kommentaren zu beantworten, vielleicht mache ich dann auch noch so ein Follow-Up-Video dazu, zu bestimmten Themen. Aber ja, das wäre es erstmal für dieses Video, ich habe das Gefühl, es ist wie gesagt ein bisschen chaotisch geworden, aber ich hoffe, ich habe alle meine Punkte ganz gut rübergebracht und ich hoffe, ihr habt irgendwas aus dem Video mitgenommen. Das war es erstmal für dieses Video. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, damit dann erstmal von euch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt irgendwas Nützliches daraus mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fällt euch!